So, dann lass uns mal starten. Mit diesem Ausblick hier geht's los. Also, wie gesagt, heute soll es zum Sonnenkopf gehen. Die Sonne scheint schon schön. Da haben wir wieder das richtige Wetter erwischt. Und zwar ist der Sonnenkopf 1700 Meter hoch. Man kann auch Skitouren dort hoch machen. Und ich zeige euch jetzt mal die Karte. Das ist jetzt allerdings die Skitourenkarte, aber denselben Weg gehen wir auch. Hier steht unser Auto. Bis jetzt sind wir hier nur einmal um die Kurve gelaufen. Und jetzt gehen wir hier quer durch den Wald. Es sind wieder einige Höhenmeter bis zur Diana-Hütte. Dann gehen wir auf der Schippe entlang zum Sonnenkopf. Hier ist auch der Wegweiser. Und das Schöne an diesen Wegen hier momentan ist, dass fast überall ein Bach entlang läuft. Dadurch, dass die Schneeschmelze hier momentan sehr in Gange ist, ist hier überall Wasser, sodass Cassie ausreichend Wasser zur Verfügung hat und ich das nicht mittragen muss. Da ist unser Ziel schon zu sehen. Da sind noch einige Höhenmeter. Der erste Teil ist wieder ziemlich langweilig. Und Startpunkt ist übrigens für diese Wanderung der Ort Sonthofen. Das liegt kurz vor Oberstdorf. Der Vorteil daran, jetzt hier zu wandern mit Hund, ist, dass es hier noch keine Kühe gibt. Der Almauftrieb ist erst so im Mai und da kann man hier ganz in Ruhe spazieren. Und dort ist der Mittagkopf. Da waren wir gestern. Mittagkopf, Bärenkopf. Ganz andere Seite. Das Tal ist hier wunderschön, weil das Tal ist sehr breit. Und dadurch hat das den ganzen Tag Sonne. In den schmalen Tälern mit den hohen Bergen ringsrum ist es halt immer schwierig mit der Sonne. Aber dadurch, dass das echt breit ist, ist hier immer Sonne im Tal. Hier kann man schon ein bisschen erahnen, wie breit das ist. So, jetzt ist Schluss mit Wanderweg. Jetzt wird geklettert. Jetzt geht's steil berghoch. Da werde ich wieder ordentlich ins Schwitzen kommen. So sieht der Start aus. Und da geht's gleich noch steiler. Das Problem ist eigentlich, dass man, wenn man berghoch geht, gerade losgelaufen ist und man noch das ganze Proviant im Rucksack hat und der echt schwer ist, vor allem von dem ganzen Wasser, was man so den ganzen Tag trinkt, bergab ist es dann ganz leicht. Cassie ist wieder schnell und nachher schnauft sie wieder und kommt nicht hinter mir hinterher. So, der erste Ausblick. Da ist wieder unser Berg, der Mittagberg und der Bärenkopf, wo wir gestern waren. Und wie immer ein kleiner Bach, der hier unten entlang rauscht. Ja, von hier sieht man es jetzt richtig gut, wie breit dieses Tal ist und wie gut die Sonne dort hineinscheinen kann. Die Häuser haben praktisch den ganzen Tag Sonne. Im Osten geht die Sonne auf, hier ist dann Süden und die Berge im Hintergrund, die sind im Westen, wo die Sonne untergeht. Hier unten ist die Kreisstadt Sonthofen und da um die Ecke, da ist der Alpsee, den sieht man jetzt nicht. Da der Berg davor ist, direkt um die Kurve. Was man hier auch noch mal so richtig gut sehen kann, ist, dass hier im Allgäu erst die Alpen anfangen. Also wenn man hier nach Norden schaut, dann sind noch keine großen Berge zu sehen, nur so Hügel. Und genau hier fangen die Berge an, also die richtigen Berge, die über 1000 Meter hoch sind. Dieser Berg ist nur etwas über 900 Meter hoch. Dann geht es da drüben weiter mit 1400 und. Und hier sieht man auch schon am Schnee Richtung Süden, Richtung Österreich, werden die Berge immer höher. Also für Ungeübte wird die Luft ganz schön dünn hier oben. Mein Motto, wenn ich hier allein mit Hund unterwegs bin, ist schon immer, erreiche das Gipfelkreuz. Nicht aufgeben. Und das werden wir heute auch schaffen. Und wenn man denkt, eine Lichtung, ja, dann ist man noch lange nicht oben. Man hat nur die Schneegrenze erreicht. Dort ist wieder Schnee. Also sind wir jetzt bei 1300 in etwa. Musik.
Kann mir mal einer in die Kommentare schreiben, der sich hier auskennt, warum das hier so unebene Flächen eher stufenförmig bewachsen ist? Sind das die Kühe, die hier oben weiden? Was kommt denn da zum Vorschein? Eine Hütte. So, jetzt ist erstmal Trinkpause. Kennt ihr das schon? Das ist Cassis Napf. Den habe ich immer für Wasser dabei. Und man kann ihn aber auch so für Suppe oder so nehmen. Den kann man ganz einfach zusammenfalten und schon passt der überall hin. So, jetzt sind wir auf diesem Grat hier oben. Und jetzt gehen wir einfach weiter hoch. Und schaut mal hier auf der anderen Seite. Und hier geht's jetzt weiter. Es ist richtig kalt hier. Also der Wind ist kalt. Ah, hier kann man schön ins Tal gucken. Das scheint nicht wirklich bewohnt zu sein. Ich glaube, die da drüben, die sind schon etwas höher. Über der Baumgrenze. Hier liegt noch echt viel Schnee. Wenn ich hier mit meinen nackigen Beinen einsacke, dann wird's kalt. Da noch vor uns bis zum Gipfel. Das wird wohl die Zugspitze sein. Das ist unser Weg. Und ich glaube, dann haben wir es geschafft. Ja, gleich da. Da ist das Gipfelkreuz. Schaut mal das Panorama hier an. Der Weg hat sich doch gelohnt, oder? Dort war ich gestern auf diesem Berg. Auf diesem Berg war ich vorgestern. Hier ist Sonthofen. So, und jetzt tragen wir uns natürlich auch in das Gipfelbuch ein. Das Buch ist ziemlich neu. Der erste Eintrag ist vom 1. Februar 2020. Ich denke mal, dass die hier noch Skitouren hochgemacht haben. Da steht's nochmal.
Corona hält das Land in Atem. Es schneit am 29.03. Sind wir dran? Jetzt haben wir uns ein schönes Plätzchen hier ausgesucht. Und jetzt gibt es erstmal Kartoffelbrei. Tessie hat auch Hunger, ne? Schaut euch doch mal das Panorama an. Schön, oder? Da ist das Tal. Herrlich. Wisst ihr eigentlich, dass das da oben, da sieht man so ein bisschen Gebäude oder irgendwas auf dem Berg. Das ist das Nebelhorn. Ich versuche mal euch zu zeigen. Das ist das Nebelhorn. Das Nebelhorn ist 2200 Meter hoch und es liegt im Ort Oberstdorf, oder besser gesagt, man kann vom Ort Oberstdorf dorthin wandern. Und es wurde 1890 zum ersten Mal bestiegen. Jetzt noch mal einen letzten Rundumblick. Und dann geht's zurück nach Sonthofen zu unserem Auto. Hier ist gut unser Weg zu sehen. Immer oben auf dem Kamm entlang. Bis zum Wegweiser. Das Gipfelkreuz vom Sonnenkopf. Im Hintergrund die Zugspitze und rechts das Nebelhorn, jetzt von Bäumen verdeckt. Und im Tal der Ort Sonthofen. Und Cassie ist schon ganz schön genervt von der ganzen Filmerei. Na, dann wollen wir mal schauen, wie wir hier wieder heil runterkommen. Also nur mal zum Zeigen, wenn man sich hier vertritt, dann ist man einen halben Meter weg. Also die schwierige, steile, glatte Stelle, die haben wir schon mal gemeistert. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt wird es einfacher. Weiter. Jetzt geht's alles, was wir berghoch gestiegen sind, wieder bergab. Umso schneller sind wir unten. Die Hütte haben wir jetzt hinter uns gelassen und trotzdem gestaltet sich der Abstieg echt schwierig, weil wenn kein Schnee ist, dann ist es absolute Matschepampe und ich habe keine Lust in Kuhdunk zu fliegen. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt wird es besser. Ich frage mich, warum können Hunde schneller laufen? Die haben noch vier Beine zu koordinieren. Der Vorteil, wenn man den Rückweg genauso einschlägt wie den Hinweg, ist, man kommt an eine Weggabelung und weiß dann nicht links oder rechts. Hier geht ein Weg lang. Und hier geht ein Weg lang. Da muss man nur den Hund rufen, weil der weiß garantiert, wo der Weg lang geht. Cassie! Aha, das ist der richtige Weg. Ah, hab mich schon gewundert, weil sie so weit vorgelaufen ist. Aber sie hat den Bach entdeckt. Sie hat ja nicht umsonst Schwimm heute zwischen den Zehen. Eben ein Wasserhund. Jetzt nochmal 2 Kilometer normale Wanderwege und dann haben wir unser Tagesziel erfüllt. Das Gipfelkreuz war das Ziel und von hier aus sieht man es sogar nochmal ganz weit oben. 1700 und etwas mehr noch. Dort, wo der Schnee liegt, da war unser Ziel.